Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tibavas-Map zusammen mit Markus, Arctic und Schupa. Hallo. So, die letzten Meter. Irgendwie hat sich eine ganze Menge verändert. Ich habe das Gefühl, ich war länger nicht hier. Ja, und die Map ist vor allen Dingen, also zum einen, wir haben ja jetzt die ganzen großen Maschinen schon damals eigentlich gehabt, aber so langsam haben wir halt auch das ganze Geld, was wir durch die großen Maschinen eigentlich erst erwirtschaftet haben, wirklich auf dem Konto gehabt. Und das wurde halt meistens in Fläche angelegt. Ja, ich sehe es, ihr habt ja hier 18, 19, 20, 1, 2, also hier eigentlich alles in dem Bereich, ne, und dann hinten halt 1 und 4. Ja. Joa. Da kam ein paar Hektar dazu. Gut, dann schau doch mal die Bodentextur an von dem halt abgeernteten Feld. Ja. Der Bauer muss auch, halt der das angesät hat, muss auch ziemlich angesoffen gewesen sein, dass er 45 Grad gesät hat, oder? Auf welchem Feld? Auf dem, wo du auch bist. Du grubest ja gerade, oder? Das ist aber vorgegeben von der Map, das ja, war ich standardmäßig weiß, gesetzt. Das war der Editor dann. Ja, aber eigentlich halt, das kommt darauf an, wie man es beim Editor macht, glaube ich auch. Das kannst du ja auch einstellen, wie du das haben willst. Ich finde es lustig aber so. Aber bei mir sind die ganz gerade drüber. Was, bei mir sind es 45 Grad so zu, von der Kante zu Kante. Ja, so. Bei mir ist es teilweise unterschiedlich. Also, hier ist gerade gerade, da vorne ist einmal quer drüber. Ja, also hier ist so in meiner Laufrichtung ist das hier überall. Genau, in deiner Laufrichtung. Also hier, wo ich gerade fahre, da ist gerade. Okay, cool. Ja, das aber dann weiter richtig. Rechts ist wieder gestreift. Also so 45 Grad halt. Cool. Ja, gut. So. Wow. Die letzten Meter, dann werde ich mich gleich darum kümmern, die Ballen, die restlichen von Feld 1 wegzuholen. Boah, ich habe den Johnny abgewürgt. Arctic, wie schaut's denn aus? Kannst mir du da helfen? Bei Ballen? Na, du brauchst eigentlich nur im Unimog sitzen und dann, wenn ich sage X drücken oder weiß nicht, wenn ich ablege und wegfahren bin mit der Taste XX, dass er wieder fixiert ist, die passen, sonst muss ich immer ein- und aussteigen. Das kann ich auch ruhig machen. Halt irgendwer sollte, wäre das cool, wenn man das machen könnte. Ja, das kann ich machen. Dann macht das unser Lutscher. Das ist unser Schupper. Das ist ein Arsch. Der Schupper-Schup. Okay. So. Weil dann, dass wir das Feld 1 noch ansehen können, weil ich glaube, dann sind wir ziemlich fertig. Feld 14 ist, nicht Blödsinn, Feld 4, oder? Feld 4 gehört auch noch. Das mit ja, der bösen, müssen aber bösen schon Kante gegrubbert drin. Sein. Feld 4 ist gegrubbert, ja. Wie viel Geld also haben wir? Feld 25 gehört auch noch, nachher. Da fegt der links an uns vorbei, hier, der Guten. Ja, ja, mit der rast ja quasi. Wie aber ich muss sagen, das kam, bevor ich es vergesse für diese Aufnahme, am heutigen Tag kam der Part, also wir sind ja immer etwas im Voraus, wo ich am Ende gefragt habe, was ist denn eigentlich euer Lieblingsschlepper? Und da gab es bislang so, weiß ich gar nicht, so 120, 130 Kommentare schon. Und ich glaube, es war ungefähr so, wie wir eigentlich gesagt haben, John Deere. Aber teilweise, also Steyr war auch beliebt, ist mir aufgefallen, womit ich nicht so ganz so gerechnet habe. Sag ach, ich mal, herrschertechnisch rein. Ja, genau. Ja, einfach nur so. Aber das haben wir auch gleich gesagt in dem Bad. Es ist einfach. Geschmackssache viel. Halt, der eine sagt halt das, der andere sagt halt das. Und ich finde die Streiterei, was da gibt, ein bisschen. Ja, unnötig. Ja, das ist halt überall immer mal. Das ist ja quasi wie Xbox gegen PlayStation und. Genau. Was es da nicht alles gibt. Android versus iOS. Jo. Wie sie alle heißen. Ist eigentlich noch hier Windows Phone? Ja. Nokia hat ja, glaube ich, damit auch gehört, oder? Naja, nein. Microsoft hat Nokia gekauft. Ah, okay. Und Nokia produziert, die Nokia-Marke wurde eingestampft. Komplett. Ah, okay. Ja, ich habe schon lange nichts mehr von Nokia gehört. Es wird keine neuen Handys mehr von Nokia geben. Oder die heißen dann einfach Windows Phone, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich finde das Windows Phone, das Betriebssystem nicht einmal so schlecht. Nee, bin ich jetzt auch nicht. Gerade wenn du in der Business-Ebene so bist, halt extrem, hast viele Vorteile, wenn du Windows-Rechner hast, Windows-Server, dann hast du noch vielleicht, wie heißt das, Microsoft. Ah, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist wurscht. Da gibt es ja ein Management-Programm. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ist eh wurscht. Und wenn du das alles kombiniert hast, dann ist es in der Business-Ära sicher nicht schlecht. Das ist so wie damals BlackBerry halt. Oh, BlackBerry hört man ja eigentlich auch nichts mehr. Gar nichts mehr, oder? Gibt es die überhaupt noch? Die hatten vor 2 Jahren nochmal irgendwie ein relativ gutes Handy rausgebracht, aber das, also das war erst dann so ein bisschen beliebt, aber. Also ich habe letztens im Bus noch ein paar Leute. Den Smartphone-Hype haben die einfach verpasst. Ja, genauso wie Windows, wie Nokia eigentlich.
Aber Nokia redet halt, hat sich eigentlich damit gerettet, dass jetzt Microsoft... Nokia hat eigentlich gut angefangen, aber halt weder, also iOS ist ja klar, hat halt nur Apple, aber halt nicht mit Android, sondern was hatten die damals? Ne, Symbian war das zuerst. Symbian, genau. Und ja, aber das war noch vor, das war aber noch vor Smartphone-Zeiten. Und dann sind sie danach voll eingestiegen, hat es eine eigene Entwicklung gegeben, aber die hat überhaupt nicht funktioniert. Und danach sind sie ja voll auf Windows gegangen. Ja. Symbian war super. Ich habe noch das Nokia N95, hat es glaube ich geheißen, 8 GB Version. Das hat eine 8-Megapixel-Kamera, 8 GB Speicher drinnen gehabt. Boah, das war ein mega Teil. Das war so ein Schieber-Handy, was links und rechts schieben hast können, mit so mit urvielen Funktionen. Symbian war auch geiles Betriebssystem, halt gerade so in der ja, Synchronisationsdings und so weiter. Das hat schon damals was können. Hatte ich nie so wirklich Erfahrung mitgemacht. Ja, das war noch vor deiner Zeit. Vor deiner Handyzeit so richtig. Leider hat die Zeit ja nicht sonderlich lange angehalten. Nein, du hast... Die meisten werden damit keine Erfahrung mehr so wirklich machen. Na. Warte mal. Was? Der Dresche ist jetzt fertig, oder? Ja. Passt, wir fahren jetzt Ballen stapeln. Ist denn hier Holland dort oben am Feld? Ja. Heißt das irgendwer? Passt, dann komme ich gleich rauf. Ich stelle nur kurz den Dresche. Aber wenn noch dir vom Fahrverhalten her nicht passt, einige haben sich da letztes beschwert, müsstest du den Merlo nehmen. Ja, aber ich habe letztens, halt, ich habe ja jetzt jemand hat gemeint, der Frontlader wird irgendwie wackeln da dran. Fand ich auch etwas komisch. Das hatten wir ja früher, weißt du, noch Anbaugeräte. Ah, damals wir haben früher den anderen noch gehabt, oder? Letztens noch den anderen. Aber Nico hat ja mal gemeint, der Quicke wäre besser. Ja, wenn nicht, tauschen wir den Geschwind, so viel Geld müssen wir haben. Das halt, falls der wirklich wackelt. Aber ich schau mal an. Hier auf Feld 25 ist Raps richtig oder was soll da drauf? Ja, irgendwas. Da wir war Mais drauf, also gucken wir ein bisschen, dass nicht überall dasselbe drauf ist. So wir haben diesmal jetzt so gemacht, dass, weiß nicht, der Wert letztens, der Nico hat glaube ich gesehen und der hat einfach, ja, dort ist hier das zum Feld gefahren, hat O gedrückt, hat das Feld so gemacht, ist zum nächsten Feld gefahren, hat O gedrückt und so weiter und so fort. Ja, Weizen sollte jetzt laut Fruchtfolge drauf. Theoretisch. Oh gut. Wenn da nicht schon sonst überall Weizen angebaut sein sollte, nimmst du das? So, ich hoffe, dass ich dann die Kurve fahren kann. Aber ich glaube, der Horst, den ich hier gerade benutze, ist eigentlich der schönste Gruppe vom Standardspiel, wenn ich mir den so angucke. Der hat ja auch ein bisschen Bewegung, ein bisschen Animation. Der Terrano, ja, der ist ja nicht vom Standardspiel mehr, der ist ja schon. Ja, der ist vom Titanium, okay, aber. Weil du musst es doch. Kein Mod. Die Titanium-Maschinen kannst du nun nicht mehr mit den Standardmaschinen vergleichen. So gut wie. So. Ach, und was auch Neues kam dieses Wochenende oder für euch dann letztes Wochenende, wenn der Part hier kommt, ist ja schon quasi fast LS15 draußen, wenn ich so drüber nachrechne. Ist ja gar nicht mehr weit. Also für uns jetzt noch 11 Tage, für euch müssten es irgendwie 6 Tage sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Part hier kommt am Samstag in der nächsten Woche. Also ja, dann sind es noch 5 Tage. Krass. Nice. Und, ihr habt es schon richtig nah bis zum LS15. Und wir sind noch so ewig weit weg. So auch nicht ewig, aber einiges mehr. Auf jeden Fall kam der Giants Editor 6 Punkt irgendwas raus für den LS15. Und den kann man sich schon runterladen. Und einige Modder haben da auch schon irgendwelche Bilder gepostet, dass sie ihre Drecktexturen schon machen für ihre Fahrzeuge. BM Modding hatte, glaube ich, ein Bild vom Unitruck. Unimog. Na, die haben ja auch einen, irgendwer, das habe ich auch von wem geschickt bekommen, irgendwer ist ja jetzt gerade am Arbeiten an einem Unitruck. Ah, wo steht denn der Hänger da? Steht der noch am Hof? Keine Ahnung. Achso, die Ballen liegen da noch am... Oh. Wie macht man denn das? Soll ich die Ballen dabei nur runterhauen da, oder? Da hinten auf der Wiese? Dann stapeln wir die später da halbwegs ordentlich. Ist der Merlo am Hof? Der ist am Kuhweide, oder? Der steht hier vorne, da wo ich gerade bin. Kannst du den zur Kuhweide mal rauf? Oder herkommen kurz, dass man den einen Ball noch runterhebst, weil ich glaube, der kugelt nicht runter. Warte. Auch wenn ich hin und her fahren so viel wie ich will, komm. Flieg runter. Wir haben aber nur noch 11 Liter da drin, ne? Den müssen wir langsam mal auftanken. Ist wurscht, ich habe glaube ich, alle hier unten. So. Aber das wird auch interessant im 15er dann demnächst, wie es mit den Ballen aussieht. Da kam jetzt der Teaser zu, beziehungsweise ja, bei euch kam wahrscheinlich schon der nächste Teaser. Sorry, der Teaser war
wirklich mickriger geht es nicht mehr, den als Ballenhändling zu bezeichnen und nicht ja, aber wirklich die Teaser waren alle nicht besonders. Und nicht Ballenhändling zeigen. Haben. Naja, aber sie haben das gezeigt, was sie zumindest der Titel war. Ja, und im Endeffekt haben sie die ganze Zeit mit Ballen gearbeitet. Ja, aber Ballenhandling finde ich was anderes. Sie haben ja nicht einmal gezeigt, wie sie ihm reinstechen oder sonst irgendwas. Und die haben sich auch nicht getraut, die selber aufzustapeln, ja. Sondern mit Autostack. Das sind lauter so Dinge, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Und dann auch schön die Blende, immer wenn du irgendwie an den Ball rankommst, ne? Ja. Um die nächste Szene. Das Einzige, was aber schön ausgeschaut hat, ist, wo sie ihn runtergestriffen haben. Weil die Ballen haben schon eine andere Physik jetzt. Ja, und vor allen Dingen die neuen Texturen sehen geil aus. Ja, und das schaut besser aus. Rausguckt. Mit dem Verhalten von der Gabel zum Ballen hin. Ich glaube, dass das nicht so schlecht geworden ist. Aber das werden wir erst sehen, würde ich sagen. Ja, das wird für viele, denke ich, auch die Hauptsache so. Ja, das wird man aber erst wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn man das als normales Let's Play startet, dann brauchst du da jetzt schon nochmal, weiß nicht, 50 Bart oder 20 Bart zumindest, dass du Ballentechnik hast, auch wenn du es auf leicht schaltest. Weil ist das erst in einem Monat. Außer man sagt halt, man startet mit einem T4 als Standard-Equipment, dann kann man sich relativ schnell da am Frontlader arbeiten, mitmachen. Ja, du brauchst Pressen und so weiter und die sind schweineteuer, ja. Da musst du halt gucken, womit man startet. Mhm. Wenn man sagt, mir ist das wurscht, ich fange jetzt einfach mal, obwohl ich glaube, das Standard-Equipment, das kann ja eigentlich gar nicht klein werden dieses Mal. Also nicht so wirklich klein. Weil du musst schon. Ja quasi schon mit 100 PS oder so starten. Nicht viel größer. Nicht viel kleiner. Ja, aber das hast du ja beim letzten auch gehabt, 100 PS. Na, du hattest den Böhrer, du hattest den Same und viermal den Kramer. Ja, den Kramer, das war ja nur so, dass du schnell die Map siehst. Ja, der Same, ja, die war halt eigentlich unnötig. Halt, ja. Die Piste und meistens sofort verfolgt. Der Same war auch eigentlich, damit konntest du ja auch nicht wirklich arbeiten. Ja. Die Piste normalerweise ist relativ schnell verkaufen gefahren. Ja. Ja. Die Kramer als erstes mal verkauft. Das war auch so, für mich war das ja damals relativ wenig Abstand zwischen 11 und 13 im Let's Play. Und beim 11er, die ersten 10 Folgen oder so, waren beim 11er und beim 13er bei mir eigentlich gleich. Erstmal die Lager leer machen, Equipment loswerden, was man nicht mehr brauchte. Und dann konnte man nämlich mal schauen, was man von dem Geld dann so als neues Start-Equipment nimmt. Chupa, weißt du, wann du fixieren musst und den fixieren, oder muss ich das sagen? Nee, ich weiß es. Okay, passt. Passt, nee. Ich wollte diese Arbeit hier mit GPS-Mod machen. War ich gerade nach Gefühl jede zweite Bahn. Na, wieso habe ich das falsch anvisiert? Was machst du denn? Okay, das war ein bisschen, das war schlecht. Vielleicht kannst du ihn ganz nach hinten rollen lassen. Du fährst jede zweite Nacht. War jede zweite nach Gefühl, aber ich mache die Abstände dazwischen halt viel zu klein. Ich muss jetzt wieder reinkommen ins Ballenstapel nämlich. Okay. Was? Weil reißt irgendwie, gerade ist so mein Grubber ganz komisch quer auf einmal. Wahrscheinlich, weil das Feld so uneben ist. Der kurz umgeschlagen hat irgendwie. Chupa, wir machen kurz was. Ich stelle den Ballen circa hin und dann entfixierst du und fahrst ein Stück vorwärts. Dass ich ihm vordrück. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, also du drückst ihn jetzt, dann fahr ich ein Stück vor und dann. Du entfixierst. Oder tust jetzt mal gleich vorwärts fahren, bis ich anstehe. Achso, falsch, das ist in die falsche. Rückwärts fahren müsstest du und rückwärts fahren geht nicht. Kannst du rückwärts fahren, so weit, dass er vorne ansteht? Probier's aus. Zwei Stück noch. So. Reicht das so? Ja. Du musst nur schnell jetzt nachher fixieren, wenn ich geht schon. Perfekt. Hab. Es ist eh nur die erste Lage und die zweite Lage geht dann eh ohne fixieren fast. Die braucht man dann nur ab und zu fixieren. So. Nur bei der ersten Lage und das Feld ist relativ schief, jetzt rollen die da ziemlich auf dem Anhänger auch herum. War jetzt mal nach Gefühl mit grober im Cockpit-Perspektive. Ja, musst da hingucken, Mensch. Ja, aber irgendwie ist das doch nicht so schön. Hat aber irgendwie was, Cockpit-Perspektive. Gerade bei den 7R, der hat eigentlich ein richtig gutes Cockpit. Halt Akku, ne? Mhm, das ist korrekt. Aber dafür haben wir auch wieder schöne Erfahrungen mit Akku-Mods auf Multiplayer gemacht. Auf einem Community-Server. Ja, das ist aber Standard. Das ja, das ist. Ist von Ihnen auch vorgegeben. Ich wollte es ja schon gar nicht ausprobieren. Ich habe mich da doch breitschlagen lassen.
Aber ihr habt doch den Dings genommen, den 933, ne? Ja, genau, der zieht richtig. Fahrstück zurück, bitte, wenn's geht. Der macht Spaß im Multiplayer, also nicht. Stopp, reicht schon. Glaube ich, nach dem 724, das war, glaube ich, der hat, glaube ich, alle Vögel abgeschossen, so ungefähr. Der war eigentlich der mit den schönsten Bugs. Ja, falls irgendwer nachher von euch Zeit hat, kann man wer einen Dank vorspringen zum Feld 1. Ja, sonst würde ich nicht alle. Wenn irgendjemand von euch Zeit hat, dann könnt ihr auch wieder in der nächsten Folge dabei sein, denn die hier ist vorbei. Das war so schön aufgelegt, aber egal. Passt. Bis morgen. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.